was hier gleich an Musik aufgelegt wird, weiß noch niemand so genau, denn die Platten bringen die Besucher mit. Das Vinyl wird gespielt und kann dann von anderen Besuchern ersteigert werden. Die beiden DJs Bobby und Pille leiten die Auktion und sind selbst immer wieder überrascht, was die Leute so anschleppen. Mal bekannt, oft abseitig und schräg. Coverversionen von Elvis-Stücken, gesungen von einer jungen Dame namens Dwight Devoy. Ich würde sagen, die ist ein Klassiker zum Zerstören. Schon die ersten Lieder, die laufen, sorgen für gute Laune und für die ersten Gebote. Sag mal, 1,50 €. Ah, 2 €. 2 €, ja. Los geht's immer mit 50 Cent, bis Auktionator Pille sagt, zum dritten. Manches Schätzchen jedoch sorgt zwar für viel Grinsen, aber es will niemand haben. Das Lied über das Leben ohne Rauchen findet keinen Käufer. Der Vollstrecker muss zur Tat schreiten. Ist das nicht ein bisschen schade um das Vinyl? Ich glaube, es ist wiederverwertbar. Also die wenigen, die zerstört werden, tun meistens nicht weh. Die haben es auch verdient. Es muss nicht alles für die Nachwelt erhalten werden. Die Stimmung wird immer lockerer. Der Sommer am U könnte kaum schöner sein. Sommer am U ist eine Art Schaufenster für Veranstaltungen, die es sonst an anderen Orten in der Stadt gibt. Wonne oder Tonne ist eigentlich im Kulturzentrum Rekorder zu Hause. Hier hat man auch so ganz verschiedene Leute rumsitzen, so irgendwie, die vielleicht gar nicht direkt so auf die Veranstaltung gehen. Und halt mal gucken, was ist hier los, und dann auch sehr überrascht sind über die Veranstaltung. Und das finden wir natürlich schön. Jetzt wird's noch schräger. Auf der B-Seite befindet sich, komm aus deiner linken Ecke. Hören wir doch mal rein. 50 Cent, Leute. CDU. Das politischen Frühling. Oh. Der Song aus dem Wahlkampf 1975 sorgt für Lacher und findet tatsächlich ein neues Zuhause. Für 1 €. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hast du mit dieser Platte vor? Das weiß ich auch noch nicht. Ein Besucher ersteigert seine eigene Platte zurück, ohne es zu merken. Andere kaufen Platten, um sie selbst kaputt zu machen. Bei Wonne oder Tonne ist alles möglich. Ich habe hier eine kranke Mischung ersteigert. Also, wobei, ich bin ja auch nicht alleine. Rembo ist meine. Ja, genau, Rembo ist deine. Das ist Rembo und ein bisschen Frieden muss man natürlich direkt in Kombination erwähnen. Nicole und Sylvester Stallone. Ich habe an meinen alten Plattenspieler gedacht, der echt verstaubt und vielleicht freut er sich. Viele Platten sind schon sehr verknistert, aber sie wechseln den Besitzer. Das Highlight für DJ Pille, eindeutig. Die CDU-Platte. Super toll, ne? Also ich stehe auf so, das ist für mich so wirklich Trash, ne? Wo ich denke so, wow, ne? Das sind wirklich so Platten, die man so 30 Jahre später hört und denkt so irgendwie, haben die das tatsächlich vertont? Eine Plattenauktion mit Wettkampfcharakter. Nichts ist peinlich. Gute Unterhaltung beim Sommer am U. Nächste Song.